Ich muss es jetzt so erklären, weil es ist jetzt irgendwie schon dunkel und die Luftfahrtsaison hat heute eröffnet sozusagen. Nachdem, also man hat wahrscheinlich, also bei mir ist es so, ich habe dann am Ende der Saison keine große Lust und Laune mehr, dann in so einer eiseskalten Künstleratelier, Werkbank, Garage, Werkbank, Made in Germany, dann noch irgendwie mir die Finger abzufrieren. Deswegen macht man das ja meistens im Frühjahr, wenn es dann, oder im Sommer, ne, wenn es dann schon schön warm ist, man dann fast schon Badeschlappen tragen kann und mit T-Shirt mal aufs Feld gehen kann. Also heute habe ich den ersten Probeflug gemacht, nachdem ich, wie gesagt, den ganzen Helikopter nochmal auseinandergenommen habe und alles inspiziert habe. Sollte man machen, muss man nicht machen, aber ich weiß nicht, man hat irgendwie ein besseres Feeling, wenn man weiß, oh ja, die Mechanik ist jetzt wieder okay und ich habe die Schrauben alle nochmal durchgetestet. Gut, wenn man Zahnrad ausbaut, mein Gott, ist halt so, dass man das ganze Ding auseinandernehmen muss. Die Stange hinten rausnehmen, hier sieht man es, vier Kugellager habe ich da reingesetzt. Also man muss da schon einiges auseinandernehmen, den Flight Controller wieder runter kratzen mit dem doppelseitigen Klebepad, Stecker ziehen. Das ist die Zahnräder, die sahen noch ganz gut aus, muss ich sagen. Wäre jetzt noch nicht mal notwendig gewesen, aber man sieht, also zu viel Einfetten bringt dann doch nichts, weil noch weniger Einfetten ist besser. Man spritzt sowieso alles weg. Ist auch mal ganz gut, das mal so in so einem Saustallzustand zu sehen, dann weiß man wenigstens, woran es liegt oder wo ein Problem sein könnte. Das Klackern habe ich immer noch nicht rausbekommen, obwohl ich es jetzt, wie gesagt, mit diesen Scheiben da unterlegt habe. Man geht einmal aufs Feld, geht einmal fliegen. Die sind, wie gesagt, leicht unrund. Da kann man machen, was man will. Man kriegt es nicht raus. Wenn man, wie gesagt, hier eine schöne flache Linie hat, dann ist es eigentlich am besten. Was ich ein bisschen blöd finde, dass man halt die Stange, den Nippel, dass sie den nicht so lang gemacht haben, dass man den immer schön vorne bündig sieht mit der Kante. Ne? Dann kann man wenigstens auch, wenn es eingebaut ist, mit einer Taschenlampe da reinleuchten und dann sieht man, ob sich der Nippel leicht nach einem Millimeter nach vorne oder nach rückwärts bewegt hat. So kann man da eigentlich, wenn es eingebaut ist, kaum noch da in das Loch gucken, um sich den Nippel anzugucken von der Torx-Stange, ne? Also diesen, der müsste länger sein, ne, damit er dann richtig bündig vorne mit dem Zahnrad endet. Dann könnte man da wenigstens mal mit einer Taschenlampe reinleuchten, damit man dann genau bündig mit der Kante hier diesen Nippel sieht und dann weiß man wenigstens, okay, die Stange hat sich jetzt einen halben Millimeter, wurde zurückgedrückt durch Last auf die Zahnräder oder auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen blöd, finde ich, schlecht gemacht. So würde ich es nicht machen, Produktdesign, aber gut, ich bin nicht der Chef, also ich habe da nichts zu sagen. Dann, also generell, ich habe, wie gesagt, der Test war, alles so lassen, wie es ist. Das ist der perfekte Schwerpunkt. Ich habe nichts geändert. Habe, wie gesagt, nur das Zahnrad ausgetauscht. Gut, dafür muss man halt den Helikopter auseinandernehmen, Flight Controller runternehmen, Kabel abnehmen.
da ich ja dann sowieso gehofft hatte, Mensch, jetzt hatten die Entwickler mal 8 Monate Zeit, um rumzuentwickeln. Vielleicht läuft ja der Verisoft-Motorstart mal richtig. Deswegen habe ich im Zuge dessen, das war das Konzept, alles so lassen, wie es ist, eigentlich auch nichts ändern an den Werten, genau wieder so aufs Feld gehen und sehen, ob es gut, richtig gut fliegt wieder. Das hat aber nicht geklappt, muss sagen, war ein sehr schwerer Start in die Saison. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber also Captain Hayo, der Pilot da drin, der hat gestern schon richtig Angst bekommen, fragte mich dann, Mensch, bist du dir sicher? Ich guck dir jetzt dazu. Du startest schon das 10. Mal die Sendeanlage und kriegst immer noch AX Airware, Not Responding Abstürze und Restarts und Refreshes und Unresponsive, wenn du den Hold Normal Button umschaltest, da kommt noch nicht mal mehr eine Ansage. Dann guckst du dir die RPM-Zahlen an auf dem Rotor da ohne Blätter. Die liegen irgendwas bei 1000, 8180. Dann irgendwann droppen sie auf 1140. Ich habe gar nichts geändert, aber auf einmal ist es halt dann nur noch 1140, also 40 Umdrehungen weniger. So 40, 50. Das ist dann schon ziemlich viel, ohne dass man irgendwas verstellt. Aber es kommt halt AX Airware, Not Responding, Refreshes. Kaio, der hatte schon richtig Zittern und sagte: Mensch, bist du dir sicher, dass du da aufs Feld gehen willst irgendwie und fliegen willst? Also, ja, ich sag, komm, das schaffen wir schon, wird schon. Dann einen Tag später heute, das dauert wie gesagt, bis man das dann alles wieder zusammengebaut hat, jede Schraube sich angesehen hat, alles fein justiert hat, wieder eingebaut hat, alles wieder verkabelt hat. Besonders das Kabel dafür, die hintere Leuchte durchziehen. Hat ein bisschen gedauert. Normalerweise schafft man das so in ein, zwei Tagen. Aber ich habe ja, wie gesagt, das Konzept jetzt mal anders gemacht, dass ich den ganzen Apparillo sozusagen rausgenommen habe und das mal von hinten nach vorne gebaut habe. Also hinten ist ja das Loch und wenn man da den Heckrotormechanik draufschraubt, also da kann man nichts hin und her schieben in Millimeter. Die einzigsten Millimeter, wo man irgendwie was raus oder reinschieben kann, ist das Rohr mit den 4 Schrauben und so wollte ich halt wenigstens mal schauen, dass die Stange möglichst nicht mehr hin und her rutschen kann, je nachdem, wo mehr Last ist, vorne oder hinten, sodass dann die Zahnräder das eher nach hinten drücken. Wenn hinten Last drauf ist, dann wird es in die Richtung gedrückt. Also es ist irgendwie, dachte ich mir, ich krieg's jetzt raus, aber ich, wie gesagt, die sind leicht unrund, die Dinger. Und man hat immer noch dieses komische Knattern. Dann, wie gesagt, heute ging es weiter. Der kleine Pilot hier, Captain Hayo, der guckte mir wieder zu. Der kam wieder ins Schwitzen heute in Softwaretechnik. Dachte, Mensch, bist du dir sicher, dass du heute aufs Feld gehen willst? Die Anlage, die kackt ja schon wieder 10-mal ab. Und du sitzt jetzt hier gerade eine Stunde, weil Google macht da gerade noch ein Update bei dir auf der Anlage. Da sitzt man eine gute Stunde vor der Anlage, so fast, ne? Ich glaube, eine gute Dreiviertelstunde, bis dann das Google-Tablet AX12-Anlage wieder betriebsbereit ist. Also da guckt man dann schön diesen Spektrumbalken, diesen orangefarbenen, der darunter, als wäre es in die
Na, Kid 2000 mit David Hasselhoff. Da kam dann Captain Ayo schon ziemlich ins Schwitzen und sagte: Mensch, bist du sicher? Mein, du bist ja der Typ, der steht unten auf dem Feld und ich bin der Typ, ich sitze da im Helikopter. Habe ich ihm gesagt: Mensch, Ayo, komm, geht schon. Der hat mit Spektrum gesprochen und der Firma Google. Die haben deine Lebensversicherung zehnfach erhöht und dein Gehalt ist auch zehnfach geworden. Da sagt er: Ja, gut, dann ist ja okay. Was verdienst du so? Ja, ich krieg's 20-fache. Ja, da habe ich gefragt: Warum? Also, du bist doch der Typ, der steht am Boden. Da habe ich gesagt: Ja, kann ich auch nicht sagen. Das Management ist immer so: Derjenige, der am wenigsten riskieren muss, kriegt immer das meiste. Da mussten wir beide lachen. Ich habe dann gesagt: Komm, wir teilen die Hälfte, kriegst die Hälfte von mir, machen wir 50-50, dann passt es wieder. Gut, haben sich die beiden Piloten wieder verstanden. Also ich bin aufs Feld. Also erstmal, was ich Leuten empfehlen kann, wenn ihr die Mechanik ausgebaut haben solltet, dann dreht sie doch mal auf den Kopf. So, wenn sie ausgebaut ist, geht es einfacher, als wenn alles verbaut ist. Und gibt da mal so ein bisschen, da kommt da besser an den Motor ran, besonders an das untere Kugellager mit der Federscheibe. Die sind froh, wenn sie mal wieder ein bisschen Fett zwischen die Kugeln bekommen und die Federscheibe. Der Motor, der freut sich und dann oben noch ein bisschen auf das Kugellager ein paar Tröpfchen drauf. Das ist heiler Segen für die Federscheibe und das Kugellager im Motor. Sieht man das hier? Nee, sieht man nicht. Gut, dann kommen wir noch zum Software Made in USA und Hardware Made in China. Hm? China. Also ich finde das Trump-Video da mit diesen, wo das Wort China vorkommt, dieser Zusammenschnitt finde ich einfach köstlich. Also ich habe einen ziemlichen Akkuverschleiß. Ich habe vier Akkus, zwei mit Balancer-Kabel, zwei ohne Balancer-Kabel, also zwei G1-Akkus, zwei G2-Akkus. Bei einem G1-Akku mit Balancer-Kabel wird mir das Telemetrie nicht mehr angezeigt. Auf der iX12, das sieht dann so aus wie hier. Ne? Da kommt bloß so ein durchgebrochenes. Also man kann da auch keine Zellen mehr einmal ins Forward Programming springen und dann sieht man ja die Cell Voltages, nix. Jetzt war ich einmal auf dem Feld, also ein Akku ist schon tot von vier. Der zweite Akku ist auch tot, weil ich habe die eigentlich in die Waschküche gelegt über den Winter, damit es nicht so. Ein G2-Akku ist auch schon kaputt. Also die zwei mit Balancer-Kabel sind die ältesten. Die zwei 6S-Akkus ohne Balancer-Kabel, die sind die neueren. Ne? Das ist jetzt der neuere G2-Akku. Die dritte Zelle 0,95 Volt bricht mir total zusammen. Also der Akku ist zum Wegschmeißen. Der zweite Verschleiß sozusagen, nichts zu machen. Das kannst du 8 Stunden lang am Ladegerät stecken lassen, den Akku. Ist kaputt, geht nicht mehr, nichts zu machen. Die dritte Zelle geht nicht mehr hoch. Selbst mal entladen. Laden hilft nichts. Dann habe ich den zweiten Testflug gemacht. Boah, ne, der Hover. Also ich muss ja natürlich, wenn man das alles wieder zusammenbaut, Flight Controller wieder kalibrieren. Dann habe ich den Motorregler nochmal auf Factory Reset gesetzt. Wieder alles ein Pro. Nee, so, das Prozedere ist so.
erst fange ich mit dem Motorregler an, den setze ich zurück, Akku rausstecken, Akku wieder reinstecken, Werte wieder eingeben mit der Programmerbox V2, Akku abstecken, Akku wieder dran stecken, mir nochmal die Werte genau angucken auf der Programmerbox, wenn ich dann sicher bin, dass alles richtig eingestellt ist, Akku wieder ziehen, Programmerbox wegnehmen, Lüfterstecker wieder anstecken, dann kommt die Throttle Curve zurücksetzen auf 0, 25, 50, 75, 100, dann den Throttle Stick einleeren, dann logisch, ganz nett, kommt wieder, ist ja schon dann zusammengeschraubt wieder alles, dann kommt was, dann kommt genau, Flight Controller kalibrieren, wieder mit Pitchleere 0 Grad, Pitchleere 0 Grad, eigentlich genauso, fast so, wie es auf der Werkbank steht. Das ist nur minimal, was man da ausgleichen muss. Kalibrieren, dann nach dem Kalibrieren Governor Mode einstellen, Helikopter hinstellen mit vollgeladenem Akku. 15, 20, 25 Sekunden laufen lassen. Bei Throttle Curve 50, 50, 50, 50, 50, Pitch Curve 50, 50, 50, 50, 50. Beim Ausschalten dann in den Hold-Modus hatte ich dann fast ein bisschen Angst bekommen, weil der hat auf einmal so ein bisschen komisch reagiert, die Blätter. Weiß nicht, was der da gemacht hat beim Schalten in den Hold-Modus. Das sah schon fast wieder gespenstisch aus. Wollten sich wahrscheinlich die Entwickler wieder einen Witz leisten. Kann ich euch nicht sagen. Also wie gesagt, der hat schon richtig geschwitzt, Hajo, gestern. Gestern 10-mal und heute 10-mal. Ne? Software und Co. Aber wir haben es trotzdem, also einmal Schwebeflug heute und dann nochmal Schwebeflug. Also Flight Controller einkalibrieren heißt auch wieder, oh, ich muss es wieder alles einfliegen. Am besten bei absoluter Windstille. Der Hover muss ich wieder einstellen. Der ist noch so ein bisschen komisch eirig. Dann habe ich wieder so einen leichten. Das Knüppelstick-Feeling war ganz komisch. Der Envelope kam mir vor, als ist Envelope 5. Ein Vollausschlag nach rechts, damit ich den gerade noch so bisschen nach Roll rechts bekommen habe. Vollausschlag war ich schon. Da blieb er gerade mal so. Also es war Katastrophe, das Einfliegen eigentlich. War jetzt kein guter Start in die Saison. Und wie gesagt, dann gehe ich aufs Feld und dann stehe ich auf dem Feld und der zweite Akku mit dem Balancer-Kabel zeigt mir keine Telemetrie an. Ne? Also zwei Akkus, zwei 6S-Akkus mit Balancer-Kabel zeigen mir keine Telemetrie mehr an. Ein G2-Akku ist kaputt, weil die dritte Zelle sich nicht mehr erholt. Und jetzt bleibt mir praktisch noch ein G2-Akku von vier, bleibt mir noch. Und der hat manchmal auch so komische Zelle 4 und 5, manchmal so Ohmzahlen 10, 11, denke ich mir, das gibt's doch nicht. Alle anderen haben 3, 3 Ohm, 2, 3 Ohm. Die vierte, fünfte Zelle 10 Ohm, 11 Ohm. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Also war jetzt nicht so der Hit, muss ich ganz ehrlich sagen, der Start in die Saison. Heute mit einer Dreiviertelstunde lang warten, bis die Google Android Tablet Anlage wieder bereit war. Das war anstrengend heute, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht der Hit. Das war, wie gesagt, einfach nur der Test. Ich baue das ganze Ding mal auseinander, überprüfe die Mechanik, tausche zwei Zahnräder aus, gucke mir alle Kugellager an.
fette die ein bisschen ein, guck mir den Rotorkopf an, guck mir den Motor an, bisschen Fett auf die Kugellager, Servogestänge gucke ich mir an, alles wieder zusammenbauen, alles wieder verkabeln, Flight Controller wieder genauso einkleben, Stecker ranstecken, in der richtigen Reihenfolge natürlich, und dann alles wieder einkalibrieren, Motorregler zurücksetzen, wieder alles einkalibrieren im Hold-Modus und dann einfach an den Werten im Forward-Programming gar nichts ändern und schauen, wie es fliegt. Also der Envelope von 12, der kam mir vor, als wären es nur noch 5. Fühlte sich ganz beschissen an beim ersten Fliegen. Beim zweiten Mal war es besser, aber so, das scheint irgendwie auch so zu sein. Das kann ich euch auch nicht erklären. Aber es war jetzt nicht so der Erfolg, ne? Von 4 Akkus bleibt bloß noch einer. Das heißt, überall eingestellt, 48 Stunden Storage Voltage, 3,9 Volt. Also hat jetzt nicht, war jetzt nicht so der Hit. Da bin ich schon ein bisschen geknirscht, genervt. Hätte jetzt nicht gedacht, dass man so einen großen Verschleiß hat an Akkutechnik. Ich habe es, wie gesagt, nur alle 3 Monate habe ich es mal ans Ladegerät gehängt und sehen, was passiert. Ansonsten habe ich eigentlich, glaube ich, jetzt die letzten 4 Monate habe ich die einfach so in der Waschküche liegen lassen und gar nicht mehr angerührt. So einer brandsicheren Blechverschalung. Ja, war jetzt nicht so der Hit heute, der erste Flugtag. Also das war schon, wie gesagt, ein G2-Akku, die dritte Zelle, nichts zu machen. Das bricht ein hier, die 100%. Da stehen auf aber dann nur noch 10%. Also damit fliegen geht gar nicht. Da ist der Helikopter sofort Schrott. Das ist ja auch doof. Macht ja auch keinen Spaß. Also das kann ich jedem empfehlen. Guckt euch die Akkus an, guckt euch das Balancing an, guckt euch die Ohmzahl an. Das ist hier der G2-Akku, der zweite, der neue sozusagen, der neueste, den ich mir als letztes gekauft habe. Da habe ich 11,5, 12,5. Es scheint mir schon echt hoch. Stimmt auch irgendwas nicht. Also es sind ja fast schon 4 Akkus, die ich verschlissen sind. Also das ist schon jetzt nicht so der Hit. Das mit Balancer-Kabel. Nee, das ist der G2-Akku. Der zweite sozusagen, der letzte, den ich mir gekauft habe. Mit den Ohmzahlen. Komisch für 5 und 6. Also das müsst ihr genau beobachten und dann, wie gesagt, schauen, ob die Telemetriedaten noch angezeigt werden. Wenn nicht, ist auch Kacke, steht man auf dem Feld. Steht da wie doof. Ja, das ist so summa summarum, was ich den Leuten empfehlen kann. Prüft eure Akkus nach, wenn die jetzt über die Winterzeit, Herbst, Winter, Frühling, war ja auch ein sehr kalter Frühling, hat ganz lange gedauert dieses Jahr, bis da mal eine Warmphase kam, diesen kalten Ostwinden, das hat keinen Spaß gemacht, aufs Feld zu gehen. Da in der Künstlergarage Werkmann, das war auch nicht der Hit. Deswegen relativ lange verzögert, muss ich sagen. Der erste Tag heute auf dem Flugfeld und
Ja, eigentlich alles, wie gesagt, das war so der Traumversuch, alles so lassen, wie es ist, nichts ändern an Forward-Programming-Werten, auch nichts an Gleichgewicht ändern oder sonst irgendwas. Nichts, mal nichts ändern, ne? Und dann schauen, was die Softwareentwickler wieder alles geändert haben. Ja, also war jetzt nicht, wie gesagt, von vier Akkus fast vier verschlissen. Der vierte, wie gesagt, mit den komischen Ohmzahlen macht mir auch schon Sorgen. Also kauft euch lieber weniger Akkus als zu viele. Ist auch vielleicht ein guter Tipp. Müsst ihr halt warten, Viertelstunde abkühlen lassen und dann wieder dranhängen ans Ladegerät. Ich glaube, da hat man wahrscheinlich mehr davon, als wenn man so viel Geld ausgibt für Akkus zum Rumcyceln von 1 bis 4 oder 3. Also ich wollte eigentlich so 3. Dachte ich, Mensch, das hält jetzt erstmal die nächsten Jahre. Aber hat jetzt gut der eine, den ersten, wo die Telemetrie nicht mehr angezeigt wird. Den habe ich ziemlich beansprucht durch die vielen Testversuche. Aber der dritte, der zweite Akku mit Balancer-Kabel, der hat gute Ohmzahlen eigentlich, irgendwas zwischen 2 und 4. Aber jetzt wird mir die Telemetrie nicht mehr angezeigt. Ich weiß nicht, was sie da wieder rumgepopelt haben, die Entwickler. Also das mit diesen Telemetrie-Anzeigen ist ganz komisch, ne? Also ich habe das, wie gesagt, letztes Jahr schon durchgetestet, ans Ladegerät gehängt, an den Spektrum Smart Checker Software Update gemacht, Battery Update gemacht. Dann nach dem Hinhängen ans Ladegerät oder ans Spektrum Smart Checker kam dann mal wieder die Telemetrie, dann war sie wieder weg. Also das kann ich euch auch nicht sagen, können euch die Softwareentwickler besser erklären als ich, warum die Telemetriedaten einmal da sind, einmal verschwinden, dann sind sie wieder da, dann verschwinden sie wieder. Je nachdem, wo man den Akku gerade hinhängt, an Spektrum Smart Checker oder in den Helikopter oder ans Ladegerät. Oder die beiden Akkus ans Ladegerät und nebenbei noch mit der 2 Volt 5 Ampere Buchse den Sender laden. Also die können euch das besser erklären als ich, was sie da alles rumfrickeln können. Aber ich muss jetzt sagen, weil es heute, also der Fun-Faktor war es nicht. Aber Captain Hayo hatte, geht es wie gesagt, das Zehnfache an Lebensversicherung und das Zehnfache an RC-Pilotengehalt. RC-Testpilotengehalt, die kleine Puppe dahin. Also die haben da genickt, Spektrum und Google. Naja, kriegst das Zehnfache an Lebensversicherung und das Zehnfache an Gehalt. Gut, BlackBerry kriegt das Doppelte, 20-fache, aber wir teilen uns das dann. Ne? Für das ganze Hardware, Software, Testing, made in Germany.